Ob das jetzt das gleiche ist, keine Ahnung. Also, vielleicht kommt ja jetzt hier gleich was und ich fall tot vom Stuhl. So, da sind wir wieder zurück in Outlast 2 und ja, ich nehme das gerade am selben Tag noch auf. Wir waren. Was haben wir denn hier versteckt? Was liegt denn hier drunter, dass das so knistert? Na egal. Ich musste ein bisschen wieder spielen. Ich musste nochmal von dem Berg da oben runterlaufen. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir spielen einfach mal weiter. Ja. Letztes Mal waren wir hier stehen geblieben. Das Vorbild natürlich, dass wir jetzt die Nachtsicht brauchen. Das wird dann noch schlimmer, das Spiel. Die Resonanz war, glaube ich, ganz gut von euch. Hat euch, glaube ich, ganz gut gefallen. Brauche ich jetzt wirklich schon das Licht? Alter. Oh, fuck me! Fuck. Okay. Not happen in the crash. Fuck this. Achso, ich muss das wieder ganz aufnehmen, stimmt. Da fuck, Alter. Hä, wer ist denn das? Was macht der dann da jetzt so ein riesen Ding rum? Okay. Pilot. Ach, das war der Pilot. What the fuck kind of people would skin somebody alive? Jesus Christ, Lynn. Krass, okay. Na gut. Das war anscheinend der Pilot. Oh Gott. Alter, mach halt noch dunkler. Alter, mir pocht das Herz schon wieder. Alter, das sind diese typischen Klischees, die man gerade hat. So einen trockenen Hals und das Herz pocht. Das ist echt heftig. So, aber wir können das Ganze natürlich überspielen. Mit einer netten Geschichte. Nicht, Mann. Ich wollte noch irgendwas sagen. Irgendwas wollte ich zum Outlast 1 noch sagen. Keine Ahnung. Okay, es hat geruckelt. Naja, ist auch egal. Outlast 1 habe ich mir jedenfalls oft genug von anderen Let's Playern angeschaut. Also nicht, dass ich das nicht wüsste. Aber Outlast 2 ist ja auch völlig fremd von der ersten Story. Also das ist ein komplett fremdes Spiel. Was ist da jetzt? Achso. Eine Stadt. Okay, toll. Da muss ich jetzt leider einen Screenshot machen, das sieht so schön aus. Achso, wir wollen uns dann immer die Aufnahme anschauen. Da. I'm not supposed to be anything for Miles. But I wasn't alone out here. Fuck, I was alone out here. Die Videos sind immer kürzer, aber es sind, glaube ich, schon meine Kameraaufnahmen. Das ist ganz geil. Also wie gesagt, ich will die Folgen bei 10 Minuten ungefähr halten, damit man sich das auch anschauen kann. Hier fängt tatsächlich jetzt die Demo an, wenn ich mich nicht recht entsinne. Das wäre natürlich jetzt fies von den Entwicklern, wenn sie die Jumpscares... Oh. Wenn sie die Jumpscares jetzt anders machen, als wie im... Als wie in der Demo. Aber viele haben die Demo ja nicht gespielt, die das Spiel jetzt haben vielleicht. Von daher... Ich muss hier rein, oder? Klopfen. Ja, wie wär's denn mit Tür durchtreten? Okay, da will mir anscheinend keiner helfen. Schau mal hier. Kann ich hier rein? Irgendwie durchs Fenster oder so? Hallo? Ist da jemand drin? Ne, keine Ahnung. Ich mag doch ehrlich gesagt nicht länger hinschauen jetzt. Ich sehe teilweise ohne wen. Mit. Okay.
anybody there? Please. Hallo. Hey. Hey, man. Oh shit. Ah. Der oh, sieht shit. Nicht mehr ganz gesund aus. Durchdruck mit Lesen, schau dich um. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Ah, ich habe das jetzt aufgenommen. Okay, okay, okay. Meine liebe, süße Ellie, ich kann nicht mehr ertragen, was ich dir getan habe. Kann ich das auch irgendwie Text anzeigen? Ah, okay. Ich kann nicht ertragen, was ich dir tat. Ich will von unseren Kleinen getrennt sein. Ich hoffe, du vergibst, dass ich dich verlasse, wie auch Gott in diese letzte Sünde gegeben, bla bla bla. Ihr könnt das ja gerne durchlesen. Ich lese euch jetzt so, ich überfliege das nur so kurz. Mein Papa Knuts findet es für immer dein Tom. Okay, das hat der Typ anscheinend geschrieben. Freut mich. Also, ja. Keine Ahnung, der hat hier. Alter, der ist hier einfach eingenickt. Hat hier noch was gesnackt? Okay, nein. Ah, Jesus. Aber ohne Nachtsicht sieht man hier, ohne Nachtsicht sieht man hier wieder gar nichts. Hallo? Ist hier noch jemand? Öffnen? Kann ich hier rein? Oh, Alter. Ja, ja, komm. Alles cool. Ich geh schon nicht rein. Alles cool, Mann. Hallo! Ich lad mal nach. Okay. Yay, hallo. Alter, ich will nicht in die Häuser, will ich sagen. Okay. Das haben wir ja schon. Der guckt mich an. Der guckt mich an. Alter. Ich hab mich jetzt schon wieder hochgeschraubt mit der Kackwurst, Alter. Da steht auch einer. Hallo? Kommt der auf mich zu? Ne, kommt er nicht. Was habt ihr mit der Kuh gemacht? Alter. Oh, die arme Kuh, Alter. Ja, da bade ich auch jeden Morgen drin. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Ich habe das Gefühl, ich schaue mir teilweise Sachen länger an als andere Leute. Entschuldigt das bitte. Oh, ja, 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 hallo. Da ist jemand drin. Achso, das ist ein Bild. Ja. Komm, mach mal wieder zu hier. Wer auch immer das ist. Hier liegt eine Bandage. Was ich ziemlich cool finde, warte mal, wie schaut man denn nochmal hier runter, ob man noch Bandagen hat und so. Das ging doch irgendwie. Mit Alt? Nö, mit Alt schau ich mich um. Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht mehr. Was ich genau vorher noch sagen wollte, man findet, glaube ich, im normalen. Ich muss mir nicht erst auf hier verstecken. Ja, genau, Alter. Oh, hier liegt ein Notizblatt. Lieber Vater. Okay. Das ist geil, dass er die jetzt abfotografiert. Mit Tab gehe ich dahin. Das gefällt mir echt gut. Lieber Vater, dein Herr segnet mich weiterhin mit Visionen. Ich bin mir sicher, dass du fein jeden Tag näher kommt. Ich schaue den Boden deines Zimmer. Heilige Engel schon auf den Schick. Ich verlei. Bla bla bla. Seid mir nicht böse, wenn ich das jetzt nicht vorlese. aber ja.
Keine Ahnung, ich muss jetzt hier nicht alles lesen. Wir sind tatsächlich schon wieder bei 10 Minuten, das ist der Shit. Ein bisschen spiele ich noch. Ganz klein wenig. Mach mal eine Viertelstunde. Mach mal eine Viertelstunde heute draus. Hier kann man halt so schöne Screenshots machen. Ich muss hier kurz stehen bleiben. Hoppala. So, das Ding ist, ich nehme erstmal die Batterie. Das Ding ist. Das wollen wir natürlich wieder drauf haben. Ist natürlich sehr geil. Alter, what the fuck? Bin gespannt, was damit nachher noch passiert. Ob wir das irgendwie uns anschauen. Also ob wir das. Tragedy wall. Topped with barbed wire. I could feel tension in my skin. Somebody watching me. Nicht nur du, Bruder. Ich auch. Ich bin gespannt, ob das später noch tragen wird. Also ob wir das später irgendwie in so einem Film zusammenschneiden oder so. Keine Ahnung. So. Drücke auf Fenster zu öffnen. Ja, ich stehe ja nur vor der Tür. Das können wir natürlich machen. Ah, ja, da, da, da. La, la, la. Ja, ich wollte den Vogel nur freundlich begrüßen. Alter, fick dich. Die haben Türriegel, offen zusperren kannst. Ja. Ja. Das ist immer das mit dem Umdrehen, ne? Das ist immer so schlimm. Lalala. Boah, erstmal was kochen, ne? Wer hat nicht Bock auf Knochen mit Mais? Esse ich jeden Tag. Aufsperren und öffnen. Willst auch nur du. Ich will erstmal nur aufsperren. Wer öffnet denn die Türen langsam, Alter? Was ist jetzt? Achso. Ich lad mal nach. Muss gar nicht immer diesen Night-Modus drin haben, um die Hocke zu gehen. Ah, okay, nice. Gehen wir durch. Das ist gut. Das ist schön. Sorry, falls ich während der Aufnahme immer ein bisschen leise rede, aber. Alter, das Spiel macht das einem echt nicht leicht. Wer knistert denn hier so? Hoppa. Das habe ich in der Demo schon so ähnlich gespielt. Keine Ahnung, ob das jetzt das. Sag mal! Ob das jetzt das gleiche ist. Ob das jetzt das gleiche ist, keine Ahnung. Also vielleicht kommt ja jetzt hier gleich was und ich fall tot vom Stuhl. Hallo? Ich habe immer die Angst, dass hier hinter der Ecke jemand steht. Okay. Hier haben wir noch sowas. Ich fühle mich irgendwie immer sehr. Ich fühle mich irgendwie immer sicher, wollte ich sagen, wenn ich so ein Dokument gefunden habe, irgendwie. Oh, aber da. Keine Ahnung. Okay. Klage der Hebamme. Ach, das ist ein Gedicht. Das Kind, es kommt, bereitet das Messer macht. Das Kind, es kommt, Hebamme der Nacht. Mutter, die den Feind gebart, Gottes Welt durch Sünd bewahrt. Refrain, das singe ich jetzt nicht. Halleluja, lalala. Morgen feines Blut. Ja. Ach, schönes Gedicht, findet ihr nicht? Ja, das finde ich echt schön. Nein, finde ich nicht. Ich finde es grausam. Ich will am liebsten umkehren und rausrennen. Alter, immer wenn hier diese Mucke kommt, ne? Ihr wollt nicht mein Face sehen. ja. Da ist auch irgendwas Schönes passiert. Nein, ist es nicht. Oder? Unten sitzt eine Puppe. Alter, ich hab immer Sauschiss an so Sachen zu nah ranzugehen, ne? Hallo? Da willst du nicht filmen? Okay. Alter, das ist heftig.
Alter. Alter Schwede. Da ich jetzt nicht weiß, was da oben kommt, würde ich sagen, war es das mit der Folge. Ich lebe noch, ja, noch ist alles gut. Keine Ahnung, ich scheiß mir irgendwie trotzdem in die Hose, obwohl gar nichts passiert ist. Ja, ich hoffe wie immer, es hat euch gefallen. Lasst doch eine Bewertung da, würde mich sehr freuen. Und in die Kommentare könnt ihr natürlich auch jederzeit gerne was schreiben. Seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ja, es kommt jetzt jeden Tag eine Folge Outlast, also von daher. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns morgen oder bei der nächsten Aufnahme. Bis dann und ciao.